Ach komm, wenn ich schon hier unten bin, nimm die Settenkegel, ich meine die Kettensäge. Yeah. Yay. Na, sind hier noch ein paar Bäumsche? Okay, den treffe ich nicht. Bam, Junge. Okay, treffe ich wieder nicht. Bam, Junge. Oh, Himbeeren. Ich weiß natürlich, dass es keine Himbeeren sind, aber ich nenne sie so, weil sie aussehen wie Himbeeren. Bam, Junge. Hier ist noch so eine schöne kleine Gruppe von Bäumen. Bam. Junge. Die, da du, da die. Ah, da sind noch mal Himbeeren. Gimme damn shit. Tut mir echt leid, dass ich dieses Ökosystem zerstöre. Aber wisst ihr, mein Job ist es nun mal leider, diesen Planeten auszubeuten. Und, naja, das tue ich dann. Mir egal. Sind das Muscheln an dem Baum gewesen? Oh. Irgendwo, ach da. So. So, wo ist denn jetzt eigentlich mein Zuhause? Da. Mein Zuhause. Meine Basis. Sieht auch vom Weiten hübsch aus. Petazien. Das vergiftet. Ich versuche hier trotzdem nochmal. Yeah. Die Himbeeren will ich auch haben. So, wie sieht mein Inventar? Ah, wie sieht mein Inventar aus? Sehr voll. Das ist aber trotzdem schief da draußen. Ich akzeptiere das jetzt. Wie war das? Schiefes Englisch und Englisch ist modern? Das hat man mir zumindest als Kind immer erzählt. Ist nicht so schlimm, dass es schief ist, weil das ist Englisch. Und Englisch ist modern. Ich mir mal gedacht. Für den Spruch. Dabei hätte ich mir gerade fast meine Kopfhörer zerstört, weil ich wieder an irgendeinem Kabel hängen geblieben bin. So, okay, also. Jetzt muss ich noch da hochlatschen und natürlich den Container bauen, wo der Scheiß dann hin soll, wenn er dann mal fertig ist. Okay. Schade, dass man. Schade, dass man anscheinend noch keine Lampen bauen kann. Lampen, die wären schon echt nice. So, bauen wir hier nochmal schnell die Fundamente hin, damit da diese Truhe auch hin, also die Truhe, haha, der Container auch dahin kann. Hallo. Ja.
Das war das bei, ja. Lage Contine. Geht das jetzt hier, oder? Ja, ist ein bisschen schief, aber es geht. Ist mir egal. So, und dann kommen hier dann die verstärkten... Dann kommen hier dann die verstärkten Platten an. Guck. So. Soweit, so gut. Jetzt muss ich noch das alles mit Strom versorgen. Und dann muss ich mir überlegen, wie ich das weitermache. Denn ich könnte jetzt natürlich hier irgendwelche Laufbänder rauslaufen lassen und dann den Rest hier produzieren. Aber ich wollte ja gerne unbedingt ein Lager haben, in dem ich den ganzen Scheiß habe und ihn mir einfach nehmen kann. Aber ich könnte halt auch einfach genauso gut das Lager, so wie ich das hier unten gemacht habe, oh Gott, nochmal eine Etage höher legen, mit diesen Tricks, und dann quasi dort dann das richtige Lager machen und hier die nächsten Sachen produzieren. Und wenn ich dann feststelle, oh, ich brauche noch mehr Sachen, dann kann ich dann nochmal eine Etage höher setzen. Ja, ich glaube, so mache ich das auch einfach. Das ist für mich jetzt nämlich die... irgendwie die logischste Idee, das zu machen. Aber auch genauso die übertriebenste. Aber hey, who cares? Das ist satisfactory. Hier geht's darum, solche gigantischen Bauten zu bauen. Gut, dann bin ich soweit erstmal zufrieden und kümmere mich jetzt darum, dass die Strom bekommen alle. Und dann könnte ich mir auch gleich noch überlegen, ob ich mir dafür nicht einfach... ob ich da nicht einfach für eine Apparatur baue, die mir dann den Sprit herstellt. Ich könnte ja auch mal anfangen zu forschen. Nehmen wir doch mal... warte mal, hier. Ich habe 4 von diesen Alien-Panzern. Okay. Hallo. Dauert 7,5 Minuten. Oh, was ist das denn Nices hier? Ist das eine Küche? Oder so? Oh, es wäre so geil, wenn man hier auch noch Türen zumachen könnte und im Bett schlafen könnte und die Schränke hier alle benutzen könnte. Das hier ist sogar ein Klo. Wie geil. Ich mag meinen Arbeitsplatz. Ich bin nur zu viel draußen. Ich würde lieber hier sitzen und gucken. Naja, man kann nicht alles haben. So, also... will ich jetzt so ein Spritdingens bauen? Und die Frage ist, wenn ja, wo? Also hier ist ja eine große Produktionshalle. Ich hätte, glaube ich, auch nichts dagegen, wenn das hier abgetrennt wäre. Also von den Bereichen. Aber das... warte mal. Wie sieht das aus? Ich habe doch jetzt ganz viele Blätter und ich habe Holz. Das ist alles Biomasse. Ah nee, das ist nicht Biomasse. Ich muss Biomasse daraus machen. Mmh.